Wer sucht, der findet im Wald auch. So wie diesen essbaren Pilz hier, den, wie hieß der nochmal? Ringter, Buchen, Schleim. Rübling. Genau. Oh, diese also die. Und genauso kompliziert wie ihre Namen ist es auch für Nichtkenner, sie auseinanderzuhalten. Doch die Suche nach neuem Geschmack zieht auch diesen Pilztrupp in die Dübener Heide, um dank Pilzprofi die wirklich wichtigen Fragen zu klären. Was ist das? Kann man es vielleicht sogar essen? Wir hoffen einfach, dass wir dadurch ein bisschen sicherer werden, ein paar andere Pilze mal mitzunehmen, außer Marone und Steinpilz. Ja, ein sehr großer Reichtum, der einem da so flöten geht, wenn man normalerweise durchläuft. Und flöten gehen lassen möchten Pilzhungrige sich nicht die Ernte. Dicht an dicht stehen die Autos am Waldrand. Dieses Jahr gibt es aber auch viele Pilze. Es gibt viele Pilze und wenn es viele sind Pilze viele gibt, Pilzsammler. Sind mehr unterwegs, das stimmt. Trotz trockenem Sommer also sind die Körbe voll. Das ist ganz typisch, dass nach heißen Sommern Pilze wirklich sprießen. Und der September, der hat uns da einen Gefallen getan. Da hat es sehr, sehr viel geregnet bei uns, zumindest hier in der Ecke. Und das gibt dann eine Schwemme sozusagen. Sammeln darf man allerdings nur für den Eigenbedarf. Auch solche seltenen Prachtexemplare wie den Schopftintling. Der heißt ja nicht ohne Grund Spargelpilz. Der schmeckt so, wie, so ein bisschen nach Spargel. Wer es nicht weiß, schaut's nach. Oder immer öfter benutzt eine der vielen kostenlosen Pilzerkennung-Apps. Die kostenpflichtige Picture Mushroom App wird derzeit am meisten runtergeladen. Für 30 Euro im Jahr sollen ungeschulte Augen so beispielsweise den giftigen Knollenblätterpilz vom Champignon unterscheiden können. Die Trefferquote liegt allerdings hier nicht bei 100% und nur für Vielsammler lohnen sich diese 30 Euro dann wirklich.